Willkommen zurück zu Dufter Typ. Ich bin Final Fantasy 14 im Addon Dufte Mieze und wir sind gerade wieder in Crystarium unterwegs und wollen jetzt endlich mal die Klassenquests machen, beziehungsweise eine davon. Dafür müssen wir mit Granson sprechen, der hier ganz böse und grimmig in der Ecke sitzt, der böse, böse Dunkelritter. Oh, komm, lass dich betätschen, komm, hack. Oh ja, du bist so ein Süßer. Oh. Also er macht auf jeden Fall schon mal 5% mehr Schaden, er ist komplett in Schwarz eingehüllt. Du bist wohl nicht von hier. Aber du hast schon einige Kräfte, Kämpfe auf dem Buckel. Das sieht man dir gleich an. Stimmt doch, oder? Ja, so den einen oder anderen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich bin Granson, ein Kopfgeldjäger. Hauptsächlich lasse ich mich dafür bezahlen, Sündenvertilger zu erledigen. Als ich dich sah, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Kann es sein, dass du die Kriegerin der Dunkelheit bist, über die in letzter Zeit so viel gemunkelt wird? Nee, ich doch nicht. Schon gut, du musst es mir nicht verraten. Doch deine Stärke ist offensichtlich. Und bei meinem nächsten Einsatz könnte ich Unterstützung brauchen. Hast du Interesse? Nein. Okay, wer ist das Ziel? Ich bin diesmal nicht irgendeinem Sündenvertilger auf der Spur, oh nein, sondern einer der sogenannten Kardinaltugenden. Dikaiosine. Man sagt, dieser Sündenvertilger stecke im Körper von Brandon, einem der einst verehrten Krieger des Lichts. Vosri wurde zwar besiegt, aber Dikaiosine treibt immer noch sein Unwesen. Ich vermute, die Kardinaltugenden sind so stark, dass sie auf sich allein gestellt existieren können. Kennst du die tragische Geschichte von Brandon? Als Krieger des Lichts wollte er die Welt retten, doch letztendlich führten seine Taten zu ihrer Verwüstung. Nach seinem Tod wurde er zu einem Sündenvertilger und seitdem hat er noch viel mehr Leid über die Bewohner von Northrend gebracht. Dem muss ein Ende bereitet werden. Außerdem habe ich noch eine persönliche Rechnung mit ihm zu begleichen. Also, bist du dabei? Wirst du zusammen mit mir die Kaiosine zur Strecke bringen? Ha, das freut mich. Zum Warmwerden schlage ich vor, dass wir uns ein paar Sündenvertilger im Seenland vorknöpfen. Komm! Yay, eine Quest im Easy Mode. Woohoo. Ich rühre in der Zeit nur meinen Kaffee. So, wir dürfen ins Seenland. Kardinaltugenden. Ja, was ist das? Tor des Exarchen. Da lassen wir uns einfach mal direkt rüber teleportieren. Wofür haben wir einen Stadt-Eternen? Ach fuck, hier komme ich nicht runter. Aber hier komme ich runter. Yay! Und dann wollen wir mal. Mosaikbrücke. Gehen wir doch mal dorthin. Und gucken. Ah, da vorne wartet er schon auf uns. Wir haben sogar noch Verstärkung mit, von meinem treuen Schokobo, dem Vollstrecker, dabei. Der liebenswerteste und gleichzeitig grausamste aller Schokobos. Was denn? Ja, das ist mein Schokobro. Ah, wie schön. Du meinst es also ernst. Die Sündenvertilger, die wir suchen, wurden am Wald des verwirrten Hirten gesichtet. Kannst du sie aufspüren? Ach ja, das weißt du zwar bestimmt schon, aber denk dran, daran, dass viele Sündenvertilger früher einmal Leute waren wie du und ich. Sie sollten möglichst wenig leiden. Bitte bereite ihnen ein schnelles Ende. Na klar. Deswegen habe ich auch meinen Schokobro dabei. Der pickt ihm ganz schnell die Augen aus. Genauso wie man es schnell
hinter sich bringen möchte. Da ist er ja, der Grason. Und da haben wir auch das, unseren Zielort. Mal gucken, wo die Dudes kommen. Da sind sie. Und Charge! Ach, komm schon. So. Und wir haben eine neue Fähigkeit gelernt. Und zwar Konfiteur. Mit Konfiteur machen wir nämlich massiven Gruppenschaden. Und dadurch ist nämlich auch unsere... unsere Damage-Rota endlich vollständig. Jetzt steht nur dieser Typ mir mega im Weg rum. Hätte ich jetzt nochmal eine neue Waffe. Tatsächlich habe ich eine neue Waffe. Die könnte ich mir direkt ausrüsten. Fällt mir gerade so ein. Also ich habe einen ganzen Kram, den ich mir ausrüsten kann. Ich muss nur mal eben kurz zum Postboten gehen. Die Sündenvertilger machen dir ganz schön, ganz offensichtlich keinerlei Angst. Du musst schon so einige Kämpfe erlebt haben. Doch in den verwitterten Landen soll es einen außergewöhnlich gefährlichen Sündenvertilger gesichtet worden sein. Komm, lass uns nach ihm suchen. Ich bin gespannt, ob du ihn ebenso leicht besiegen wirst. Na Logan, hallo? Jeder Sündenvertilger für mich war bisher ein der Easy Mode. Es wird mal langsam Zeit, dass mir der Bossgegner entgegenkommt. Vor allem, wenn wir einfach mal mit 10 Stufen drüber entlang laufen. Dann macht das Ganze natürlich. Ist das Ganze natürlich für uns noch einiges einfacher. So. Da ist unser Zielort. Ich frage mich, ob Grandson auch mitmacht oder ob er einfach nur da hinten in der Ecke steht und mir zuguckt. Muss mal genau hinschauen, ob er sich jetzt bewegt, sobald der Sündenvertilger auftaucht. Der steht nur und guckt zu. So eine Sau. Gibt's ja nicht. Was für eine Art von Kopfgeldjäger bist du? Andere Leute vorschicken und das Geld einsammeln oder was? Frech. Auch dieser Brocken konnte dir nicht gefährlich werden. Ich habe mich in dir getäuscht. Verzeih mir, dass ich dich auf die Probe stellen musste, aber ich brauche Gewissheit. Alles Weitere können wir im Sternenhagel besprechen. Das trifft sich sehr gut, weil dann werde ich nämlich gleich mal die Post rausholen, meine Postbriefe prüfen und meine neue Rüstung entgegennehmen. Ich bin so happy. Eine neue Rüstung. Da oben. Amaru Flugsteig. Das Ding ist aber auch hart versteckt. Ich hätte natürlich auch nach Yulmor teleportieren können erstmal. Da ist das nicht so versteckt, aber da steht der Mogri-Postbote. Der Postbote aus einer anderen Welt. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass Feo'ul mir 3 neue Briefe für dich gegeben hat. Kapu! Von Luna Hauna. Ganz, ganz viel Stuff. So viel neuer Stuff. Ach, herrlich. Und das wollen wir natürlich direkt alles anlegen. Schling. Oh, feier, sieht die Mütze grässlich aus. Also. Feier. Das hat so ein bisschen. Das ist so ein bisschen Mischung aus Hochzeitskleid und Pirat. Na gut, okay. Meinetwegen. Das ist unser neues Gear. Ich lebe damit. Dann. Wollen wir doch mal weiter losdüsen. Ich will hier irgendwie... Ah, ich bin wahrscheinlich voll den doofen Weg gelaufen. Ich hätte mich gleich wieder zum Ätheriten bewegt. Ach, ich bewege mich zum Ätheriten. Sehr gut. Ha. So, erstmal schön auf Item Level 480 hochgedrückt. Finde ich herrlich. Das bedeutet nämlich auch, dass ich sehr viel machen kann, sobald ich die Main Quest durch habe.
Da freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht ist auch meine Freundin so gut und schafft es bis dahin, ihren Twink hochzuziehen. Sie schüttelt den Kopf. Schade. Der ist 71. Naja, dann hör auf, Sachen zu kordeln oder zu weben, sondern Level. Los, hopp, 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 hopp. Knüpfen. Was? Was machst du? Was? Knüpfen. Knüpfen? Ja. Knüpfen. 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 Okay, okay. Hm. Du hast mich von deinem Können überzeugt und von meiner Seite aus bestehen keine Bedenken mehr. Jetzt hängt es nur noch von dir ab. Wie gesagt, ich bin hinter Daikaiosene her. Um ihn zu besiegen, brauche ich deine Hilfe. Bist du dabei? Na Logan, danke. Was für ein Glück, dass du mir über den Weg gelaufen bist. Zunächst müssen wir herausfinden, wo die Kaiosine steckt. Das könnte eine längere Unternehmung werden. Ich würde sagen, wir bereiten uns beide darauf vor und treffen uns dann bald wieder. Bis dann. Hallo, da bin ich wieder. Hallo Dufte, ich nehme an, du hast dich gut vorbereitet. Dann kann unsere Jagd auf die Kaiosine ja beginnen. Obwohl weite Teile der Welt vom Licht überflutet wurden, ist Northrand immer noch viel zu groß, um wahllos alle Gebiete abzusuchen. Aber mit etwas Glück müssen wir das auch gar nicht. Wir haben einen Anhaltspunkt, dem wir nachgehen können. Und zwar bin ich die Kaiosine schon einmal begegnet. In Werfting auf Kolusia. Es könnte sein, dass er dort noch einmal gesichtet wurde. Zumindest ist es einen Versuch wert. Also dann, auf nach Werfting. Okay, das kriegen wir hin. Nein! Wo will ich denn da hin? Ich wollte eigentlich nach Kolusia. Werfting. Perfekt, da können wir sogar direkt hin teleportieren. Ich hatte erstmal Sorge, dass wir dann irgendwo am Arsch der Welt sind und dann dorthin laufen müssen und solche Sachen. Aber nein, wir sind hier direkt, wo wir hinwollen. Da ist er ja, Grandson. Willkommen in Werfting. Ich schätze, auf den ersten Blick wirkt es friedlich und unscheinbar, aber glaub mir, hier ist etwas Fürchterliches passiert. Darüber erzähle ich dir später. Zuerst sollten wir uns hier umhören, ob jemand etwas über die Kaiosine weiß. Am besten teilen wir uns auf und fragen die Bewohner. Wir treffen uns dann später wieder hier. Okay. Oh, die fette Katze, ich will die haben. Nein. Doch. Es ist ein fettes Kätzchen, auf dem man reiten kann. Das ist niedlich. Lass diese auf. Das ist keine aufgedunsene Zombie-Katze. Die ist sehr niedlich und hat auch Gefühle. So ist das. Hilfe, tu mir nichts. Du suchst den Sündenvertilger, der unser Dorf heimgesucht hat? Bist du des Wahnsinns? Bitte lass mich mit dieser Horrorgeschichte in Ruhe. Ich habe lang genug gebraucht, um mich endlich wieder aus dem Haus zu trauen. Wenn ich daran zurückdenke, die Schreie, die nackte Angst in ihren Augen. Scheint nach einem üblichen Tag in diesem Dorf zu sein. Naja, irgendwo muss hier noch einer rumgeistern. Ich mag diese Suchaufgaben nicht. Okay, da komme ich nicht hoch. Ich bewege mich jetzt auch gerade schon außerhalb des markierten Bereichs. Ich denke die ganze Zeit durch dieses Rot dort drüben. Da sind irgendwelche Leute, die ich kenne. Und will da rüberlaufen und Hallo sagen. Aber da ist ja gar keiner. So, da drüben sitzt noch einer. Ein freudloser Dorfbewohner. Mensch, so viel Glückseligkeit in dieser Welt. Hey, wer bist du denn? Was willst du von mir? Die Kai Dingsbums. Ob ich die Kaiosine gesehen habe? Meinst du den Sündenvertilger, der aussieht wie ein Galgent-Ritter? Über den will ich lieber nicht reden. Er hat viel Leid über unser Dorf gebracht. Ich gebe mir große Mühe, ihn zu vergessen. Auch wenn es nicht leicht ist.
okay. Ich merke, das ist ein richtig böser Gegner, der Unschuldige tötet. So wie alle Sündenvertilger? Fragezeichen. Eigentlich schon. Wie sieht's aus? Hast du etwas über die Kaiosine herausgefunden? Damit habe ich gerechnet. Das, was damals hier geschah, hat die Dorfbewohner traumatisiert. Was ist hier geschehen? Du riskierst dein Leben für mich. Da will ich dir die Wahrheit nicht vorenthalten. Werfting ist meine Heimat. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Ich lernte nichts anderes, als mit dem Schwert umzugehen. Und verdiente meinen Lebensunterhalt mit der Jagd. Zusammen mit meiner Geliebten Melinda verbrachte ich ein bescheidenes, doch glückliches Leben. Melinda arbeitete als Goldschmiedin. Vor etwa einem Jahr erhielt sie von einem Antiquitätenhändler aus Julmore den Auftrag, einen Armreif zu reparieren. Der Armreif trug den pompösen Namen Fangzahn des doppelläufigen Wolfes. Angeblich war er ein Erbstück einer Königsfamilie aus irgendeinem fremden Land. Melinda und ich wollten bald heiraten und erhofften uns von dem Auftrag genug Geld für unsere Hochzeit. Um Melinda zu helfen, ging ich zur nahegelegenen Werft, um dort bessere Werkzeuge zu leihen. Doch als ich nach Werfting zurückkam, es war der reinste Albtraum. Die Kaiosine wütete durchs Dorf und verwandelte einen Dorfbewohner nach dem anderen in Sündenvertilger. Die Großmutter aus dem Nachbarshaus, die uns oft Gemüse schenkte, wenn wir hungerten. Der alte Holzfäller, der uns im Winter mit Brennholz versorgte und so vor dem Erfrieren rettete. Alle fielen der Kreatur des Lichts zum Opfer. Ehe mir ganz klar wurde, was überhaupt geschah, suchte ich wie in Trance nach Melinda. Endlich fand ich sie. Ich rief ihren Namen. Sie sah mich an und rannte auf mich zu. Doch sie schaffte es nicht bis zu mir. Vor meinen Augen wurde sie verwandelt. Als der Armreif zu Boden fiel, hob die Kaiosine ihn auf und verschwand zusammen mit allen Sündenvertilgern aus dem Dorf. Nur Melinda blieb zurück. In ihrer neuen Gestalt blickte sie auf mich herab. Mir war, als würde sie mich bitten, sie zu erlösen. Wie hätte ich der Liebe meines Lebens ihren letzten Wunsch verweigern können, während vor meinem geistigen Auge Erinnerungen an Melinda aufblitzten, tastete ich nach dem Schwert auf meinem Rücken. Ich sah Melinda, wie sie mich wieder einmal zurechtwies, mich anständig zu kleiden. Melinda, wie sie mich nach der Jagd mit einer heißen Suppe empfing. Melinda, wie sie über meine belanglosen Geschichten lachte. Dann streckte ich sie nieder. Vor ihrer bleichen Leiche schwor ich Rache. Brandon, die Kaiosine, wie auch immer er hieß, er hatte mir meine Melinda geraubt und dafür würde ich ihn vernichten. Die Wunde in meinem Gesicht brachte ich mir selbst bei, es in meinem Schwur mit Blut zu besiegeln. Der Schmerz hielt mich am Leben. Verzeiht, dass ich dich mit dieser grausamen Geschichte behelligte, aber du solltest wissen, warum ich die Kaiosine jage. Willst du mich weiter begleiten, Sünderin? Danke. Dann müssen wir nur noch herausfinden, wohin die Kaiosine verschwunden ist. Gib mir bitte etwas Zeit, mich hier noch weiter umzuhören. Solange kannst du dich gerne um andere Dinge kümmern. Bis bald. Ist natürlich sehr witzig. Komm, lass in mein Heimatdorf zurückgehen. Vielleicht hat ihn dort jemand gesehen. Nein, niemand? Okay. Ich erzähle dir einfach das, was ich schon weiß. Was jeder andere hier auch weiß. Ganz toll.
irgendwie nicht gerade sehr logisch. Danke, dass du auf mich gewartet hast, Sünderin. Das Ergebnis meiner Nachforschung ist leider ernüchternd. Niemand hat die Kaiosine gesehen oder weiß, wo er stecken könnte. Was mir die ganze Zeit über nicht aus dem Kopf geht, ist die Frage, warum die Kaiosine den Fangzahn des doppelköpfigen Affen, des doppelköpfigen Wolfes an sich genommen hat. Oh nein! Es tut mir leid, vom inneren Auge war der Affe einfach das richtige Wort. Ich musste da an Monkey Island, an den dreiköpfigen Affen denken. Deswegen war der doppelköpfige Affe an der Stelle definitiv richtig. Sündenvertilger sind instinktgetriebene Wesen ohne eigenes Bewusstsein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich die Kaiosine für einen Armreif interessiert. Aber Tatsache ist, dass er ihn mitgenommen hat. Ist er anders als die anderen Sündenvertilger oder hat er den Armreif irgendeine besondere Wirkung auf die Kardinaltugend? Um diese Frage zu klären, würde ich gerne mehr über den Fangzahn des doppelköpfigen Wolfes herausfinden. Und der einzige Anhaltspunkt ist der Antiquitätenhändler, der mit Linda mit der Reparatur beauftragt hatte. Dumm nur, dass ich nicht mit ihm reden kann. Er hat mich des Betrugs bezichtigt. Die Geschichte von den Sündenvertilger sei doch bloß erfunden, um das wertvolle Schmuckstück zu ergaunern. Deshalb ist mir der Zugang nach Yulmor verwehrt. Darf ich dich bitten, den Antiquitätenhändler zu befragen? Er soll sich im Lustspielhaus Bienenstock aufhalten. Ich warte so lange hier auf dich. Klar, kein Problem, Dude. Gar kein Thema. Klick, einmal Rinder. Und rüber gefliegt. Ich habe noch so viele Quests, die ich eigentlich mal aus dem Questlog löschen könnte. Fällt mir gerade so auf, so Stufe 46 Quests und solche Späßchen. Eigentlich völlig unnötig. So, der Bienenstock. Jeha! Der Moment, an dem wir... An dem selbst die dufte Mieze meiner Stange tanzen musste. Da ist er. Was willst du von mir? Der Fangzahn des doppelköpfigen Wolfes? Der wurde mir hinterhältig gestohlen. Ich sagte natürlich gerne alles, was ich weiß, wenn du dafür sorgst, dass ich mein Eigentum zurückbekomme. Also... Ich habe den Armreif von einem Reisenden erworben. Es handelt sich dabei um ein seltenes Artefakt aus Vöburt, einem Königreich, das durch die Lichtflut vernichtet wurde. Dementsprechend wertvoll ist er. Ich wollte ihn in Werfting restaurieren lassen, um ihn dann an einen Adligen hier in Yulmor zu verkaufen. Doch ich habe ihn nie zurückgekriegt. Angeblich wurde er in dem Dorf von einem Sündenvertilger geraubt. Wer es glaubt, wird selig. Der Verlust schmerzt. Ähnliche Stücke sind nur schwer zu finden. Ein Bekannter meinte, dass in Mordzog eine Halskette angeboten wird, die ebenfalls aus Vöburg stammen könnte. Aber das glaube ich erst, wenn ich sie mit eigenen Augen sehe. Falls du den Fangzahn des doppelköpfigen Wolfes oder ein ähnliches Schmuckstück finden solltest, sag mir bitte sofort Bescheid. Es soll dein Schaden nicht sein. Okay. Dann wollen wir mal wieder nach Werfting zurück. Weil Mordzog ist natürlich schon wieder eine Haltestelle, die wir gerne anstreben können. Weil da wird ja alles Mögliche verkauft in dem kleinen Kaff. Da bist du ja. Sag schon, was hast du herausgefunden? Mordzog. Der Antiquitätenhändler glaubt also immer noch, dass ich ihm den Armreif abgeluchst habe. Naja, wenigstens hat der Zorn ihm die Zunge gelockert. Die Geschichte von der Halskette, die möglicherweise aus demselben Königreich stammt, klingt nämlich sehr interessant. Vielleicht liefert sie uns einen Hinweis auf die Kaiosine. Komm, wir gehen nach Mordzog. Ja, okay. Einmal kurz runterscrollen. Mordzog, Mordzog, Mordzog. Das haben wir hier. Da. Das haben wir nämlich auch als Schnellreisepunkt.
Ui, 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 ui. So, da steht er wieder. Ganz düster an die Wand gelehnt. Oh, wisst ihr, was ihm noch fehlt? Dem fehlt noch eine Mütze, ein schwarzer Schnurrbart und eine Münze, die er die ganze Zeit hochschnippt. So, da wären wir dürfte. In Mord gelten als eifrige Sammler, die wirklich alles aufheben. Auch das, was andere achtlos wegwerfen. Es kann schon sein, dass hier eine Halskette aus Wibbert auftaucht. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und hören uns um. Mensch, das Spiel hatten wir doch schon. Mal gucken, ob die uns wenigstens vernünftige Informationen liefern. Da haben wir doch einen. Hallo, bist du auf der Suche nach schönen Sachen? Ja! Nein. Doch, eigentlich schon. Oh, eine Kette. Bist du auf der Suche nach besonderer Kette aus Wibbert? Hab ich nicht. Schade. Ist bestimmt ganz glänzend und sehr selten. Würd's gern halten und dir geben. Aber geht nicht. Na gut. Ah, da drüben ist ja der Nächste. Oh, die Nächste, eine Händlerin. Was kann ich für dich tun? Du suchst eine Halskette, die aus Wibbert stammt. Was ein Zufall. Mein Mann hat eine Halskette, die er für ein Schmuckstück aus Wibbert hält. Er wollte gerade eben zu einer Ausgrabung in den Bernsteinfeldern. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn noch. Und dann kommt auf einmal so ein Dude an. Und sagt, meine Halskette. Und steckt ihm den Kopf ab. Oder verwandelt ihn zu einem Sündenvertilger. Wer weiß? Auf jeden Fall sollten wir uns beeilen. Eigentlich sollten wir ohne ihm hier losziehen, weil er steht hier eh nur in der Ecke und tut nichts. Na, was hast du herausgefunden? Du weißt, wer die Halskette hat. Das ging ja schnell. Auf zu den Bernsteinfeldern. Am besten teilen wir uns wieder auf. Dann finden wir ihn schneller. Ja, oder anders ausgedrückt, ich mach die Drecksarbeit und du chillst irgendwo in der Ecke. Ah, super. Zumindest kommen wir hier mal eben schnell zur letzten Ruhe oder Ruhestadt vor der langen Reise gehen. Kommt aufs Gleiche hinaus irgendwie. So. Irgendwo hier drüben ist er. Hoffentlich. Da ist eine Stelle zum Angucken und Spaß haben. Hilfe! Bitte alles! Nur das nicht! Bei den Göttern, meine Familie! Uah. Na, ganz toll. Arme Sau. Aber was soll man tun? Wupp. Das kann man tun. Einfach drauf da. Und dieser Kampf ist eigentlich auch gleich zu Ende. Smack. Und geschafft. Tja, das ist natürlich jetzt echt scheiße. Wie sollen wir jetzt deiner Frau erklären, dass wir dabei zugesehen haben, wie die Kardinaltugend ihren Mann umbringt?
Und ja. Ah, was ein Zufall. Granson hatte auch was gemacht. Aber den Falschen erwischt. Ganz toll. Ich bin richtig stolz auf dich. Derp. Nun sieh dir das an, Düfte. Da hat mich dieses Federvieh doch wirklich angegriffen. Na, das hat es jetzt davon. Treibt sich Dikaiosine vielleicht hier herum und verwandelt unschuldige Leute in Sündenvertilger? Tatsächlich habe ich ihn gesehen und du warst nicht da. Glückwunsch. Was? Du hast Dikaiosine gesehen und er hat den armen Mann das Leben und die Halskette geraubt? Verdammt, schon wieder bin ich zu spät. All meine Bemühungen waren vergebens. Ich konnte Melinda nicht beschützen und jetzt bin ich machtlos. Aber ich gebe nicht auf. Hörst du, Dikaiosine? Ich werde dich finden und vernichten. Komm, wir gehen zurück nach Mordsorg. Aber sei wachsam. Hier könnten noch mehr Sündenvertilger herumtreiben. Lauern. Spaß haben. Als ich den Sündenvertilger erschlug, musste ich wieder an sie denken. Melinda. Ich bete, dass ich damals das Richtige tat. Klar, warum denn nicht? Ich meine, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, die ihm da offen blieben. Ich meine, ein Sündenvertilger weniger bedeutet auch gleichzeitig die Möglichkeit, neue Sündenvertilger sozusagen zu reduzieren. Geschnappt haben wir ihn nicht, aber wenigstens ist dir nichts passiert. Das lässt mich hoffen, meine Rache doch noch vollstrecken zu können. Dieses Mal ist uns Dikaiosine leider entwischt. Und zu allem Übel hat seine Raserei weitere Opfer gefordert. Ich werde die Händlerin die Nachricht von Tod ihres Mannes überbringen. Ich weiß so gut, wie es ist, eine geliebte Person an einen Sündenvertilger zu verlieren. Danach müssen wir versuchen, die Spur der Kardinaltugend wieder aufzunehmen. Dabei brauche ich sicher wieder deine Hilfe, aber vorerst können wir getrennte Wege gehen. Bis bald! Er bleibt hier einfach stehen und tut nichts. Glückwunsch, kriegst einen Applaus dafür. Na gut, aber an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 14 mit dem duften Typ, der duften Miete, der duften tiefer Puppe und dem Vollstrecker. Und vielleicht auch der Aja, ich weiß es nicht, je nachdem. Die Kardinaltugenden bleiben nach wie vor für uns eine Art Rätsel. Aber wir werden schon irgendwie schaukeln. Bis bald!